Ja, und da bin ich auf die Idee gekommen, meine neu erworbenen Fähigkeiten meiner heimatlichen Heimarkt-Marktgemeinde Schliersee zur Verfügung zu stellen. Marktgemeinde Schliersee, grüß Gott. Sie sprechen mit der Sekretärin vom Bürgermeister? Ja, grüß dich, gut, Angel. Ja, grüß Gott. Da ist der, wie schreibe, der goldene Gamsbart ist da. Genau so schreibe ich mich. Da ist der goldene Gamsbart. Kannsten Sie mich schnell mit dem Bürgermeister verbinden? Einen Moment bitte, ich stelle Sie durch, ja? Herr Bürgermeister? Ja, da ist ein gewisser Herr Gamsbart da, der möchte Sie sprechen. Einen Moment, ich stehe durch, ja? Grüß Gott. Ja, Sie sprechen mit dem Bürgermeister. Was kann ich für Sie tun? Aha, Sie wollen also Ihre Superfähigkeiten in unserer Marktgemeinde zur Verfügung stellen. Ja, wissen Sie, die Sache ist die. Solche Anträge kommen jeden Tag einer. Nach und nöcher. Ehrenamtlich, sagen Sie? Na, das ist ganz was anderes. Ja, freilich, Herr Gamsbart. Hören Sie mir bitte zu. Ich räume Ihnen jetzt eine Frist von bis heute Nachmittag ein. Wenn Sie bis dahin was Außergewöhnliches gemacht haben und Gemeinnütziges für unsere Marktgemeinde zweckgebracht haben, dann können wir es heute nochmal vorbei, sagen wir mal um 15 Uhr. Drei, wenn es mal geht. Ja, genau, dann reden wir weiter. Auf alle Fälle. Auf Wiederhören, Herr Gamsbart. Was Außergewöhnliches und Allgemeinnütziges. Anderl, jetzt musst du was einfallen. Vielleicht könnte ja. Nein. Oder auf der anderen Seite könnte ja vielleicht. Ja, wie gesagt. Allgemein, da kommt bloß ein Schmarrn raus. Auf alle Fälle habe ich noch schnell meinen Weißwurstzipf gerissen und prompt ist mir auch gleich was eingefallen. Ich meine, es war doch eine super Idee, wenn ich in neuer Rekordgeschwindigkeit den ganzen Abfall, den die Touristen in der Schliersee Gegend flackern lassen, einfach zusammenklauen, oder? Ja, die Dirndl sind mit ihren Dirndl gewandt. Der große Schand für unser Bayernland. Mit so einem Dirndl gewandt, da ist man ganz schön geschlappert beinand. Ja, so ein Dirndl gewandt, das ist allerhand. Ja, die Weiberleit, ja, die sind selten gescheit. Das kommt vom Penis rein. Ganz schön geschnappert bei der Hand. Ja, so ein Dirndl-Quant, das ist allerhand. Das war natürlich eine ganz schöne gratlige Arbeit, das kann ich euch sagen, aber nach einer Dreiviertelstunde habe ich dann das ganze Graffi vom Schliersee Wanderbereich zusammengeräumt gehabt. Wenn das nicht allgemeinnützig und außergewöhnlich ist und sicher im Sinne vom Bürgermeister. Herein! Herr Bürgermeister, draußen steht ein gewisser Herr Gamsbart. Ich muss schon sagen, ein blitzsauberer Kerl. Er hat gemeint, er hat einen Termin bei Erna. Stimmt das etwa? Ja, freilich, Annelies, lassen Sie ihn rein. Kommen wir uns ein, Herr Gamsbart. Das war's auch schon vorhin, Annelies. Dankeschön. So, das ganze Schlierseer Wandergebiet haben Sie von Müll befreit. Respekt. Ja, mit Verlaub. 93 Müllsäcke haben Sie. Aber wissen Sie nicht glauben, das ganze Grafik steht unten vor der Rathaustür. Was? Alle 93 Müllsäcke?
Wer bringt denn die zum Wertstoff auf? Ja, das machen wir gleich beim Heimgehen. Ja, Herr Ganzbart, es freut mich, dass Sie eine Prüfung mit Bravour bestanden haben und ich möchte Ihnen gerne ausdrücken von der Marktgemeinde Schliersee, dass Ihrem Antrag auf ehrenamtliche Unterstützung stattgegeben worden ist. Bloß zunächst müssen da nur ein paar Formalitäten erledigt werden. Bitte schön. Ja, also Herr Gamsbart, mit den Formulare bestätigen Sie, dass Sie Ihre Aktivitäten nur innerhalb der Gemeinde Schliersee zu vollziehen haben, dass Ihre Arbeit ehrenamtlich ist und was in die Gemeinden Haus haben, Fischbach auch und sonst irgendwo außerhalb der Gemeinde passiert, das geht Ihnen in den Trikot. Haben wir uns da verstanden? Voll und ganz, Herr Bürgermeister. Ja, und jetzt freue ich mich, Ihnen das goldene Gamsbart-Handy überreichen zu können, wo ich mich und der Schliersee Bürger sich bei Ihnen melden können, wenn Ihnen Hilfe benötigt wird. Annelies! Na dann, auf gute Zusammenarbeit. Und jetzt beeilen Sie sich mit dem Krampfdorf. Ich habe nämlich 5 Minuten Feierabend. Ja, danke schön, Herr Bürgermeister. Ja, und so bin ich zur ehrenamtlichen Arbeit bei der Marktgemeinde Schliersee gekommen. Aber schaut es euch selber an. Servus dabei.